Asa Kuduro aus dem Film Fast and Furious 5. Und damit herzlich willkommen beim Akkordeon. Egal ob gechillt am Lagerfeuer, als Rockstar auf der Bühne, im Konzertsaal oder ganz gemütlich im Wohnzimmer, das Akkordeon ist mittlerweile überall zu Hause. Mit dem Akkordeon spielt man nicht mehr nur Volksmusik und Schlager, denn das Akkordeon kann wesentlich mehr. Man kann in Bands Hip-Hop, Hardrock oder Funk spielen, wenn man aber mehr Lust auf Beethoven, Mozart, Haydn und Johann Sebastian Bach hat, ist es auch kein Problem, auch das kann das Akkordeon. Ganz egal, ob alleine, als Solist im Orchester oder in einem reinen Akkordeonorchester. Natürlich braucht es für klassische Musik, wie halt auch an der Violine oder am Piano, besonders viel Übung. Hier mal zwei Stücke, die ganz gut zeigen, wie vielfältig ein Akkordeon klingen kann. Das Akkordeon gibt es in vielen verschiedenen Größen. Normalerweise fängt man so als Zweitklässler, also mit 7 Jahren, an. Da hat das Akkordeon dann in der Regel 5 bis 6 Kilogramm, 26 Tasten und 48 Bassknöpfe. Es gibt mittlerweile aber auch noch kleinere, leichtere Akkordeons, die noch dazu einen besonders kindergerechten Anschnallmechanismus haben. In Rosenheim kann man im Instrumentenkarussell, aber auch schon in der ersten Klasse ein bisschen Akkordeonluft schnuppern. Das Jugendakkordeon hat dann 72 oder 96 Bässe und in der Regel 8 bis 11 Kilogramm. Das größte Akkordeon hat dann in der Regel 120 Bassknöpfe, 41 Tasten und 11 bis 15 Kilogramm. Damit man, wie ich vorher gerade bei Bachs Fuge, auch aus originalen Klaviernoten spielen kann, braucht man den sogenannten Konverter oder Melodiebass auf der Seite mit den Knöpfen. Mit dem Einzelton-Manual kann man auf beiden Seiten ziemlich einfach Melodien spielen, also fast wie auf dem Klavier, nur halt auf der einen Seite mit Knöpfen. An der Musikschule Rosenheim gibt es viele Mitspielmöglichkeiten. Man kann mit anderen Akkordeonistinnen und Akkordeonisten in einem kleinen Ensemble spielen oder auch mit einer Band mit lauter anderen Instrumenten musizieren. Highlights sind sicherlich die großen Konzerte im KUKO, bei welchen man auf der Bühne stehen kann, wenn man besonders fleißig geübt hat. Besonders praktisch am Akkordeon ist, dass man seine Band aber auch ganz alleine stellen kann. Man hat beim Piano-Akkordeon Klaviertasten, Bass, Akkord und oder Melodieknöpfe, Register für verschiedene Klangfarben und sogar Percussion in nur einem Instrument. Und ist dabei immer sehr mobil unterwegs. Einfach den Akkordeonrucksack auf den Rücken geschnallt und los geht's. Habe ich mit diesem Video euer Interesse geweckt? Dann wünsche ich viel Spaß
in und mit der Musikschule Rosenheim und ihren Zweigstellen.